Wir bauen einfach mal hier einen Raum. Der ist nicht Optimum. Ich weiß. Für einen Workshop ist das schon mal gar nicht Optimum. Weil der müsste ja 240 sein und so weiter, damit da genau 20 Arbeiter reinpassen. Macht aber überhaupt keinen Sinn, weil wir kriegen nie keine 20 Arbeiter da drin ausgebildet. Also von daher Schnuppe. Wir kriegen die eh nie alle hin. So, das Schöne ist, wenn wir den hier oben bauen, können wir dem hier oben ein eigenes Stromaggregat verpassen. Irgendwas Positives muss es hier haben, dass wir da oben einen Workshop bauen. Am Arsch der Welt. Nee, am Ende dieser Karte bauen wir einen Workshop. Und ja, kommen die da überhaupt hin? Die müssen ganz außen rumlatschen. Das habe ich wieder ganz grandios gemacht. Ja, ich bin einfach gut. Latschen sie unten rum oder oben rum? Das ist die große Frage. Die latschen unten rum. Gibt keinen, der oben rum latscht. Ist unten rum kürzer, echt? Tatsache, unten rum ist kürzer. Also gehen sie alle unten rum. Die Karawane zieht weiter. Der Sultan hat Durst. Der Sultan hat Durst. Der Sultan hat Durst. Die Karawane zieht weiter. Singen kann ich nicht, aber ich mach's trotzdem. Bis die da jetzt jedes Mal hingelatscht sind, um da ihre drei Bauklötze abzulegen, um dann wieder zurückzugehen und neue zu holen, das gibt ein Act. Was ist denn da knallerot? Arbeiter. Heider Daus. Das funktioniert hier ja super. So, der hier, der schnüffelt die Leute, die hier rauskommen aus dem Bereich, wo es viel Zeugs gibt, wie Drogen, Zigaretten, Handys. Und der schnüffelt da, wo sie alle vorbeigehen müssen. Wenn sie nämlich essen gehen, gehen sie alle da vorbei. Wo dann Wuffi-Wuff Kontrolle läuft, wenn er sich nicht gerade mal wieder ausruht in seinem Kennel. Ja. Aber wir haben die ja nur eingestellt, dass wir die Kohle hier kriegen. Jetzt müssen wir License Plates produzieren oder Zellen bauen. Wir können natürlich auch Zellen bauen. Wir haben ja 16.000. Wir können auch hier einen großen Block anbauen, können einfach Zellen da reinstampfen. Wäre auch eine Idee, bevor die uns wieder aufs Dach steigen. So. 13 hatten wir gesagt, ne? Ist die optimale Größe für so einen Zellenblock. So, 13 und ich glaube, das war jetzt eins zu viel. Das sind 13 Meter und das hier sind auch 13 Meter, dann passt's. Gut, dann machen wir einfach oben nochmal 13 ran, wenn das geht. Naja, gehen kann man das jetzt nicht nennen. Ich mach das mal großzügig, dass wir hier einen Eingang kriegen. Holla die Waldfee. Ja. Keine Ahnung, was ich heute geraucht habe. Aber ich soll's öfter rauchen. Habe ich was geraucht? Ich bin doch nicht Raucher. Bin nicht Raucher, bin Antialkoholiker. Ich habe überhaupt keine Freuden in meinem Leben. Deshalb bin ich immer so gereizt und so gestresst und so genervt. Da wollten wir übrigens, glaube ich, auch... was wollten wir eigentlich hinmachen? Solitary Cells. Ich hatte Holding Cells gesagt, aber habe Solitary Cells gemeint. Ich weiß, letztes Mal war ich noch verpeilter wie heute. Das gibt's, noch verpeilter zu sein wie heute. Unglaublich. Ja, ich muss auch noch Autorennen fahren, fällt mir gerade ein. Heute ist ja Donnerstag. Wops. Sowas Blödes. Haben wir hier eigentlich Türen drin? Tür, Tür, Tür. Sehr schön. Haben wir hier Türen? Ja, haben wir Türen. Oh, es kommen schon wieder 8 neue in 2 Minuten. Meine Stimme. Meine Stimme. Ist das meine Stimme wieder gut? Meine Stimme ist wieder gut. So, ich warte eigentlich nur darauf, dass es mal pfz und der Strom geht aus. Aber noch ist es nicht so weit. Was gibt's diesmal? Ah, nee, schon wieder lauter dunkelrote.
Warum schicken die uns lauter dunkelrote Fuzzis? Die sollen uns mal normale schicken. Ich habe minimal, normal und maximal angefordert und nicht nur maximal. Hey, da ist einer ausgestiegen. Hallo, hallo, Polizei. Da ist einer ausgestiegen aus dem Bus. Wie kommt der da raus? Ist der Houdini? Springt einfach durch den Boden. Ich bin mal gespannt, wann einer kommt, der den holt. Kann ein bisschen dauern. Wir haben hier nur 30 Cops. Ah, da geht er hoch, hä? Hey, ciao, ragazzi. Ja. Schön, dass du mich abholst. Ich muss in Celle. Ich muss nach Celle. Das ist auch cool. Hey, ciao, ragazzi. Schön, dass du mich abholst. Ich muss nach Celle. Nein, du musst in Celle. Nee, ich muss nach Celle. Ich nehme den nächsten Bus und fahre nach Celle. Anstatt in die Zelle zu gehen. So. Wie geht's hier weiter? Bauen die da auch mal? Achso, wir brauchen einen Eingang. Require an entrance. Ja. Jetzt requires kein Entrance mehr. Und da können sie auch nicht bauen, weil sie haben kein Entrance. Ich glaube, ich werde langsam verrückt. Was haben die denn da? Rasierklingen und Zeugs. Ey, euch helfen wir. Packt den gleich mal in Solitary. Der soll gleich mal sehen, wie das hier bei uns funktioniert. Wer da Rasierklingen einstecken hat, dem treten wir ins Loch. So, Bürokratie. Oh Gott, wir haben schon wieder nur noch 1000 Dollar. Das wird ja hinten und vorne wird das ja nix. So, wenn der jetzt da die Tür reingeflackt hat, müssten die da hochströmen, müssten das Ding da bauen. Der ist geil, der baut die Tür und bleibt erstmal hängen. Ah. Seffe, Seffe, Seffe. Lieferung ist gekommen. Wir müssen bauen. Zelleblock. Oder wie war das? SWR 3? Kennt jemand von euch SWR 3? Wo das damals war mit den Griechen da, wo die da, ja. Was hatten die da? Fußball? Nee. Olympia? Olympia war es, glaube ich. Drogen gefunden. Lauter buntes Martis hat er dabei. 2 Stunden Solitary. Ja, Leute, ich kann auch nichts für. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht war irgendwas im Kaffee. Ich habe gerade richtig gute Laune und lasse es volle Kanne raus. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß noch nicht mal, warum ich gute Laune habe. Mein Gott, bin ich krank. Ich weiß noch nicht mal, warum ich gute Laune habe. Da fällt mir gerade ein, braucht man eigentlich einen Grund für gute Laune? So eine blöde Frage kann auch nur ich stellen, oder? Boah, geht mir das hier schon wieder auf den Keks? Darf sie das hier nicht bauen? Dass das doch nicht fertig wird, das gibt's doch nicht. Kommt der da anmarschiert mit seiner komischen Tür? Oh, Houston, was habe ich getan? Was habe ich getan? Sie bauen wieder. Und wieder im kleinen Stil. Hust. Ich baue immer im kleinen Stil und wundere mich dann, dass meine Arbeiter nicht fertig werden, ne? Wie viele Baustellen hat man offen? 1, 2, 3, 4, 5 Baustellen. Und ich wundere mich, dass sie nicht fertig werden.
Und da flitzen sie. Ja, und da flitzen auch die Rotkittel. Nämlich alle zum Essen. Und ich bin mal gespannt, ob die das mal alle Abi Abi kriegen. Noch steht das Zeug wieder. Guckt euch das mal an. Mit wie viel Köchen die zum Ausgang rennen. Ich stelle die ein, nicht damit die zum Ausgang rennen. Ich stelle die ein, dass die das Essen da rausbringen. Dass die in ihrer Essenszeit was zu futtern kriegen. Ich glaub's einfach nicht. Das Timing ist echt blöd. Dass immer dann Essen kommt, wenn Essen aufgebraucht wurde. Und Essen wird immer dann aufgebraucht, wenn gerade gekocht wurde. Aber wenn gerade gekocht wurde, ist es auch meistens so, dass dann, und zwar genau dann, wenn gekocht wurde, die Gefangenen kommen und wollen was essen. Und dann ist das Zeug nach draußen schon, das steht auf dem Herd. Oh oh, das hört sich nicht gut an. Das hört sich... Oh oh oh. Lampen! Wir haben mal wieder ein paar Lampen gebaut. Kriegen wir die irgendwie noch verhindert? Nicht so wirklich. Objekte! Dismantle Object. Alter, die haben die genau da auf die Grenze gebaut. Die sind doch so... Ich krieg irgendwann eine Lampenparanoia. Nur wegen denen. Wenn einer ankommt und hat eine Lampe, sag ich, ja, der hat eine Lampe. Komm, baut das Ding hier fertig, damit wir hier die Kurve kriegen. Die Tür könnt ihr ausbauen, die brauchen wir nicht mehr. Da könnt ihr dafür ein bisschen von dem Boden hinlegen, der schnell ist und schön aussieht. Und dann könnt ihr hier noch eine Wand lang ziehen. Immer an der Wand lang. What? Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld für die Wand. Was ist das für ein Scheiß? Oh, ich habe schon wieder das Fäkalwort benutzt. Das wollte ich ja nicht benutzen. Da hinten, immer an der Wand lang. Oder wie das Lied da geht, keine Ahnung. Komm, baut, hopp. Macht hin. Den Workshop fertig kriegen, dass wir diese 30 Nummernschilder produzieren und $10.000 kriegen. Die Kisten hier räumen sie auch nicht weg. Wahrscheinlich warten die drauf, dass wir irgendwo einen neuen Cleaning Room deklarieren. Was ist denn hier mit? Warum bauen die das nicht fertig? Freunde, was ist denn hier mit? Komm mal einer da und mach mal das Ding da fertig. Das ist bestimmt wieder nur ein Bauklotz zu setzen in dem Lego-Turm hier. Und den setzt mal wieder keiner. Da hinten ist eine Lücke. Da geht der bestimmt hin. Wetten, da geht der hin und setzt jetzt das eine Ding da rein und dann ist fertig. Guck. Mann! Anstatt, dass es irgendeiner macht, der gerade da ist. Nö, da muss der kommen. Von egal wo. Keine Lampen. Keine Lampen. Sehr schön. Das haben wir schick gemacht. Und wir müssen aber Wände bauen, haben kein Geld für Wände zu bauen. Ja, ich glaube, so passt's. Was stimmt hier jetzt nicht? Müsste doch alles Paletti sein. Die kommen da nicht rein, ne? Lass mich raten, die kommen hier nicht rein. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Es gibt keine Needs.
Ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Mann. Ich glaube, die haben mitgekriegt, dass da offen ist. Die wollen fliehen. Sag mal, ey. Die fliehen. Hallo, liebe Handwerker. Bitte setzt jetzt keine Lampen. Macht irgendwas, liebe Handwerker. Die setzen Lampen. Ich krieg die Krise. Es gibt nichts Wichtigeres zu tun, als Lampen zu setzen. Mauert ihr mal bitte den Ausgang dazu? Mauert ihr mal bitte... Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Dass die aber auch immer so einen Scheiß machen. Irgendwie zumachen, bitte. Sofort zumachen. Ja, hier gibt es ein Blutlache. Ja, mir bleibt ja nichts anderes. Was soll ich denn machen? Hier ist Land unter, weil dieser blöde Ausgang offen ist. Eins. Zwei. Wo gibt's noch Radau da oben? Drei. Die sind durch, ich glaub's nicht. Macht mal das Ding zu, unser Knast. Wegen der Kackbaustelle, wirklich. Ich krieg's kotzen. Wegen der Baustelle kippt unser Knast. Wo sind unsere Armed Guards? Ich habe unsere Armed Guards da hoch beordert. Wo sind unsere Armed Guards? Da ist einer. Irgendwo schießt einer. Da unten. Machen die das irgendwann mal zu hier? Ich weiß nicht, was ich noch alles ordern soll, dass die da mal bitte dicht machen sollen. Und mit aller Seelenruhe wird ein bisschen Zaun gebaut. Okay, wir merken uns, dass wir so eine Baustelle nie mehr wieder machen.
Nie mehr wieder bauen wir so eine Baustelle. Ich wollte den Raum verbinden mit dem Knast und habe gedacht, der Raum wird fertig, bevor der Gang fertig wird. Weil der Raum war ja schon im Bau, als ich den Gang beauftragt habe. Und dann musste natürlich hier unser Bautrupp meinen, wir bauen erstmal einen Gang fertig. Dann kriegen wir den Raum nicht fertig und dann hauen alle darüber ab und treten uns die Bude ein. Bevor da nicht der Zaun fertig ist, passiert hier gar nichts mehr.